Herzlich willkommen, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zur letzten Runde im Rahmen des ersten Vienna Humanities Festivals. Sie werden sicher erkannt haben, ich bin nicht Philipp Blom. Philipp Blom ist leider kurzfristig erkrankt und ich darf ihn vertreten. Mein Name ist Peter Stuber, ich bin hier im Wien Museum für Kommunikation zuständig und freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Vor einem Jahr wären hier wahrscheinlich nicht so viele Leute gesessen. Ich habe einen Gesprächspartner, der mit einem Roman, der erst vor wenigen Wochen erschienen ist, eigentlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Fiston Uwanza Mujila wurde 1981 in Lubumbashi in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Er hat dann einige Zeit lang in Belgien, in Frankreich und in Deutschland gelebt und ist als Stadtschreiber nach Graz gekommen, lebt dort seit 5 Jahren und unterrichtet unter anderem dort auch an der Universität afrikanische Literatur. Tram 83, dieses Buch, ist eben vor wenigen Wochen erschienen im Jolnay Verlag. Wir werden heute allerdings nicht so viel über dieses Buch sprechen. Das hat einen ganz konkreten Grund, wie wir beim Verlag angeklopft haben, ob wir den Autor einladen dürfen. Da hat der Verlag gesagt, ja, sehr gerne, aber Buchpräsentation ist schon der alten Schmiede versprochen. Das heißt, wir werden zwar natürlich ein bisschen über diesen Roman sprechen, aber dann vor allem auch sehr allgemein über das Schreiben und Literatur und Fiston Uwanza wird uns dann vor allem Lyrik vorlesen. Das wird extrem toll, kann ich Ihnen versprechen. Und ich darf Sie gleich an dieser Stelle an die Buchpräsentation verweisen. Am 6. Oktober in der Alten Schmiede wird es eine zweisprachige Lesung aus diesem Debütroman geben. Vielleicht gleich in diesem Debütroman, ist es Tram 83, geht es um einen Nachtclub, der zugleich Restaurant auch ist, Bordell auch ist, ein sehr wilder Ort, ein sehr wüster Ort, ein Ort voller Leben in einer afrikanischen Großstadt. Es geht um zwei Freunde, die einander nicht sehr nahe verbunden sind, aber durch ihre Geschichte doch. Und es geht um Lucien, den Schriftsteller, und es geht vor allem sehr stark um diesen einen Ort, der ein Ort ist, wie man ihn eigentlich selten in einem Roman erlebt, ein sehr chaotischer Ort, ein sehr düsterer Ort, aber zugleich auch ein Ort des Lebens. Erste Frage daher, wofür steht denn die Bar Tram 83 in diesem Roman eigentlich? Also, es ist eine interessante Frage. Ich komme aus dem Kongo, wie Sie haben gesagt, aus Lubumbashi. Und Lubumbashi ist eine Minenstadt. Und mein Großvater hat immer Lokals. Und für mich, Lokals sind etwas gewöhnlich. Und diese Tram ist eine Bar irgendwo und die Leute kommen von überall, von Frankreich, Belgien, Österreich oder Deutschland, Senegal. Sie gehen in diesem Land, in diesem Land und im Tag sind sie in Minen und am Abend sie gehen im Tram zu saufen, trinken, tanzen und so weiter. Und ich habe 3 Städte, um meinen Roman zu schreiben, benutzt. Lubumbashi, eine Minenstadt, wo ich komme, Mbujimayi und Kinshasa. Für mich war es wichtig, diese 2 Minenstädte, Mbujimayi und Lubumbashi und Kinshasa, weil Kinshasa ist die Hauptstadt von Kongo, aber Kinshasa ist auch eine Stadt, wo jeden Tag in Kinshasa ist wie Weihnachten, weil die Leute, in Kongo in general, die Leute, sie saufen, sie machen Party und so weiter, weil sie wissen, dass das Leben
wichtig, sehr, sehr wichtig ist, weil ein Krieg kann heute oder morgen beginnt und dass die Leute, sie mögen das Leben, sie leben viel. Und das für mich habe ich diese drei Städte benutzt, um den Roman zu schreiben. Aber es geht um diese drei Städte, aber es geht auch, weil es ist auch ein universelles Lokal und es geht auch um das Leben in generell. Das heißt, es ist ein Ort, an dem das Leben gelebt wird und trotz aller Schwierigkeiten gelebt wird. Ja. Es ist ein Bar und im Kongo Das Lokal. Das Lokal. Ja, das Lokal hat immer eine wichtige Rolle im Kongo gespielt. In kolonialer Zeit zum Beispiel, es war verboten, Alkohol zu trinken oder ins Lokal zu gehen. Und deshalb, die Leute sind im Lokal gegangen, um über politisch zu reden und so weiter. Bis heute, alle passiert nicht im Büro, aber viele Sachen, wichtige Sachen passiert in der Nacht. Zum Beispiel unsere Regierung, wenn es gibt etwas wichtig und man erlebt es zum Beispiel um 2 Uhr in der Früh. Und niemand schaut das Fernsehen um 2 Uhr, aber trotzdem alle wichtigen Sachen passiert in der Nacht. Und für mich war wichtig, diese Symbol, also diese Bar zu benutzen über diese Nachtleben, aber auch das Lokal als ein unabhängiges Lokal, als ein unabhängiges Ort, als ein Ort der Freiheit und so weiter. Sie haben gesagt, dass da drei Städte im Kongo in eins zusammenschmelzen. Könnte das auch irgendwo anderswo in Afrika sein? Ja, es könnte auch in Angola oder auch in Amerika, weil es geht um Minen und alle Minenrealität sind verbunden. Alle Geschichten von Minen sind gleich überall. Und ich glaube, alle Bordellen sind gleich. Es gibt das gleiche Leben. Wir könnten jetzt noch, glaube ich, sehr viel über diesen Roman sprechen und das habe ich, glaube ich, jetzt schon wirklich Gusto gemacht auf die Präsentation dann in der Alten Schmiede. Worauf ich sofort zu sprechen kommen möchte, ist in den Besprechungen Ihres Romans, der vor allem im französischsprachigen Raum und dann auch in Amerika wirklich mit sensationellen Kritiken bedacht wurde, ist sofort immer der Vergleich mit, es ist eine sehr rhythmische Prosa, es ist ein Staccato-Gefühl, das man manchmal hat, also es passiert unglaublich viel, es ist zerrissene Prosa teilweise auch. Dieser Vergleich mit der Musik, den haben Sie selber auch schon selber angesprochen. Vielleicht wollen Sie da mal ein bisschen näher erklären, wie Sie das genau meinen. Aber ich glaube, es ist nicht ein Klischee. Also alle Kongolese können sehr, sehr gut tanzen und singen, weil überall gibt es Rumba, die kongolesische Rumba, die kongolesische Nationalmusik, überall in die Schule, in die Kirche, überall die Leute tanzen, trinken und so weiter. Und für mich war wichtig, dass der Jazz in meinem Roman zu benutzen, um eine Handlung zu konstruieren. Aber ich benutze auch also die Sprache ist für mich sehr, sehr wichtig, weil als ich Kind war, wollte ich Musiker sein, aber es gab kein Saxophon in meiner Stadt, es gab auch keine Musikschule. Und für mich, die Sprache ist ein Instrument. Wenn ich arbeite, wenn ich schreibe einen Text, ich sage immer, ich komponiere, weil ich arbeite wie ein Musiker. Und ich habe zum Beispiel das Buch als ein Jazz-Konzert, als eine Big Band komponiert. Das heißt, es gibt Momente, wo alle Musiker spielen zusammen und
Moment, wo gibt es immer Solo von Saxophon oder von Bassklarinette, von Trompet und so weiter. Ihr Lieblingsinstrument ist das Saxophon. Sie wurden auch in Kritiken mit John Coltrane dann gleich mal verglichen. Welche Rolle spielt denn der Vortrag für Sie in der Literatur? Also wie kann man denn eigentlich so ein Buch überhaupt am Abend um 10 Uhr, wenn man sich ins Bett legt und sich denkt, jetzt lese ich da mal rein, geht das überhaupt im Stillen? Also für mich, ich habe das Gefühl, es ist Meinung nach, ich hab das Gefühl, dass das Buch ist wie ein Gefängnis. Weil wenn man schreibt, die Wörter bleiben im Buch und alles. Und wenn man liest, es ist auch eine Möglichkeit, um Wörter frei zu frei zu machen, es ist auch ein Wort, eine Möglichkeit der Befreiung des Wortes, weil wenn du schreist einen Text, wenn du sprichst einen Text, du kannst improvisieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel in der afrikanischen Tradition, es gibt diese Kultur der mündlichen Literatur. Also mündliche Literatur, es ist immer so, dass als jemand liest einen Text, Vortrag eine Geschichte, aber es gibt eine lineare Geschichte, also es gibt die Handlung, aber man kann auch improvisieren, das heißt mit die Geschichte lang zu machen oder zu kursen und so weiter. Man kann mit, ja, und das finde ich für mich sehr interessant, weil es ist wie im Jazz, das heißt, man kann auch improvisieren. Und zum Beispiel, wenn ich lese einen Text, ich versuche immer auf Französisch auch, ich kann auch zu improvisieren leichter, weil ich kenne meinen Text und dann ich kann improvisieren. Wir sind beim Vorbereitungsgespräch auch auf eine interessante Parallele oder auch einen interessanten Bezug zum Museum gekommen. Wir hatten hier vor 3 Jahren eine Ernst-Jandl-Ausstellung und Sie sehen sich durchaus auch in einer Tradition von Ernst-Jandl. Ja. Also, ja, weil für mich das, also wichtig ist, ich glaube, die Sprache. Und ich habe gesagt, dass, weil ich habe viel gereist in Afrika, in Kongo, in Kongo. Und in Europa und ich habe in Frankreich gelebt, in Deutschland und ich habe viel gereist. Und jetzt, Graz ist wie meine zweite Heimatstadt. Aber für mich, es gibt noch eine andere Reise, also eine sprachliche Reise, eine Reise durch Sprachen, weil ich spreche 3 afrikanische Sprachen und Französisch und Englisch und und für mich das wichtig im Zentrum meines Schreibens ist die Sprache. Das heißt für mich, ich versuche die Sprache als ein kongolesischer Mechaniker zu benutzen, weil ein kongolesischer Mechaniker ist jemand lernt. Weil im Kongo kannst du alles in die Straße lernen. Du musst nicht in die Schule, weil viele Leute, sie haben gelernt zum Beispiel, sie haben keinen Führerschein, aber sie haben gelernt, Auto zu fahren, aber mit Kollegen in der Straße und so weiter. Man kann alles, ja, also, und ein kongolesischer Mechaniker kann alles reparieren, das als Stuhl oder Computer und alles, weil im Kongo, alle so Sachen sind reparierbar. Und für mich, die Sprache, ich bin wie ein Mechaniker und ich versuche immer die Sprache zu reparieren, wie beim Ernst Jandl. Aber ich lebe in Österreich und in Österreich, ich komme aus einer französischen Kultur und afrikanischen Kultur. Und für mich, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin in der Tradition von zum Beispiel von Guillaume Apollinaire, niemand kann verstehen, aber es ist besser zu sagen zum Beispiel, dass ich bin in der Tradition von Ernst Jandl, weil ich habe viel
ich habe bemerkt, es gibt viele in Ehrlichkeit zwischen meine Arbeit, meine Lyrik und Lyrik von Jan Tlawel. Ich habe auch viele über seinen Text gearbeitet. Dann würde ich bei der Gelegenheit vorschlagen, wir widmen uns tatsächlich gleich dem Vortrag. Oder Vortrag klingt so langweilig, Sie werden es gleich hoffentlich erleben. Wir haben uns das so vorgestellt, Sie lesen den französischen Text, ich lese dann die deutsche Übersetzung, beziehungsweise Sie tragen den französischen Text vor und ich lese die deutsche Übersetzung. Also, ich glaube, Lyrik, Literatur ist etwas fröhlich und ich mag lesen mit viel Kraft, viel Energie, viel Farbe. Ich mag nicht lesen wie jemand, der krank ist. Für mich Literatur ist wie ein Paradies, wo also es ist die einzige Möglichkeit zum wieder mal zum Leben, jung zu bleiben und so weiter. Solitude 61. Dans mon ventre, c'est convulse en fleuve. Bougre, effrayant, sale et immense, lugubre et vilain, un fleuve. Un fleuve, un fleuve, un fleuve en état avancé de dysenterie. Für mich wird es jetzt eindeutig schwierig. Ich probiere es trotzdem. In meinem Bauch krümmt sich ein Fluss, gutmütig und träge, dreckig und mächtig, düster und böse, ein Fluss im fortgeschrittenen Stadium der Ruhe. Il pleurniche depuis Babel, depuis Yahweh et son déluge, depuis le prophète Ézéchiel, depuis la sœur Abigaël, et sa mort décrit une longévité absurde. Einsamkeit 71, Hundeunruhe. Der Fluss langweilt sich den ganzen Tag. Er wimmert und weiß nicht recht, warum. Er wimmert seit Babel, seit Janoah und seiner Sintflut, seit dem Propheten Ezechiel, der Schwester Abigail. Sein Rotz beschreibt eine absurde Langlebigkeit. Solitude 52, Nervosité de chien, et la farce qui dégèle entre deux ruptus. Je bazarde mon corps. Au premier venu, en arrière-plan de ce ciel qui dégaine sa bave. Enfin bref, je m'en vais aboyer avec le chien, l'instant de l'éclipse solaire des catacombes 2. Einsamkeit 52, Hundeunruhe und die Farce, die auftaut zwischen zwei Grimassen. Ich drehe meinen Körper dem Erstbesten an, im Hintergrund dieses Himmels, der seine Spucke zückt, kurzum, ich gehe und belle mit den Hunden den Augenblick der Sonnenfinsternis an von Katakokombe 2. Solitude 73, Nervosité de chien. Et je revendique ma léprosité, et je revendique mon droit de vomir, et je revendique mes origines russes, et je revendique les effets de mon corps, de mon corps, de mon vrai comme il était au commencement. Einsamkeit 73. Hundeunruhe und ich erhebe Anspruch auf meine Aussätzigkeit und ich erhebe Anspruch auf mein Recht zu erbrechen und ich erhebe Anspruch auf meine russische Herkunft und ich erhebe Anspruch auf die Extrakte meines Körpers, meines zerstückelten Körpers, wie er am Anfang war. Solitude 3, la nostalgie du fleuve et de ne savoir où foutre sa varicelle. De ne savoir que faire de ses cataractes. C'est l'histoire du cordonnier qui crève de faim. C'est l'histoire du boulanger qui déambule pieds nus. Einsamkeit 3. Die Sehnsucht des Flusses ist nicht zu wissen, wohin mit seinen Windpocken, nicht zu wissen, was tun mit seinen Katarakten. Es ist die Geschichte vom Bäcker, der verhungert. Es ist die Geschichte vom Schuster, der barfuß herumgeht. Solitude
Solitude 57, die Poesie der Verzweiflung ou la vociférations d'un corps vide. Je cherche le premier du corps et la vie sous le plage de l'espoir. J'embauche les pistoles sur ma vie. Ventre et ventre par la vente pièce, même dans la marchandise, et mes avoirs, ils m'en arrivent même pas au chevilles de ce ciel privé d'électricité. C'est-à-dire que je triche la vie qui me tient en tenaille au niveau des mâchoires. C'est-à-dire que je sers de déco à mon destin, sa poubelle, destin batracien, destin qui péléquait, c'est destin changamadissou. Einsamkeit 57, die Poesie der Verzweiflung oder das Gezeter eines leeren Körpers. Ich suche die Überreste meines Körpers, ausgebreitet auf dem Gestade der Verzweiflung. Das linke Bein existiert nur auf dem Papier, Bauch und Unterleib wie ausgestanzt. Die Hände stinkend nach Ware und mein Gebell geht nicht einmal bis zu den Knöcheln dieses stromlosen Himmels. Das heißt, ich betrüge das Leben, das mich auf Kieferhöhe in der Zange hält. Das heißt, ich diene als Deko für mein Mistkübelschicksal, Amphibienschicksal, Kipele-Käse-Schicksal, Changa-Medesu-Schicksal. Peut-être qu'il me faut dans l'espoir d'un quelconque salut, j'entre. Et j'entre en ré mineur derrière la dernière chambre de ma grand-mère. Bé, bé, bé. Jetzt weiß ich nicht weiter. Ist das das drunter? Wieso ist das eine Aufmachung? Ja? Vielleicht? Okay. Wo hab ich, das habe ich da. Okay, vielleicht muss ich in der Hoffnung auf irgendeine Rettung bähen und bähen in D-Moll wie die letzte Ziege meiner Großmutter. Biom, biom, biom. Et dire qu'il n'y aura point d'euthanasie pour le récalcitrant et ivrogne de mon espèce. Et dire qu'il n'y aura point de déluge successif pour m'emporter dans ma bave. Cela revient à dire que le zoo du fleuve Zahir et balais angamokua ne viendront plus lécher nos désirs de luxure et autres débauches dans le quartier chaud de Kinshasa et d'Amsterdam. Und bedenkt man, dass es keine Euthanasie für Widerspenstige und Trunkenbolde meines Schlages geben wird. Und bedenkt man, dass es keine zweite Sintflut geben wird, die mich in meinem Gesabber fortreißt. Mit anderen Worten, ja, Noah kommt nicht zweimal und man lässt nicht mehr 7 Paare reiner Tiere auf die Arche, Männchen und Weibchen. Anders gesagt, die Wasser des Flusses Zaire, Ebale Esanga Mokuwa, lecken nicht mehr an unser Verlangen nach Luxus und anderen Ausschweifungen in den bestirnten Nächten des Rotlichtviertels von Kinshasa und Amsterdam. Et entre-temps, sans Dieu et sans animal de compagnie, dépourvu du sel de la vie, mon corps scolopendre traîne à même le plage du désespoir en 4e de couverture. Une demi-douzaine de mes propres dents arrachées de force par des lémures et autres charognards de ce ciel privé de mazout. Und in der Zwischenzeit ohne Götter und Haustier, das Salz des Lebens entbehrend, treibt sich mein Tausendfüßerkörper auf den Gestaden der Verzweiflung herum. Auf der Rückseite ein Dutzend meiner eigenen Zähne gewaltsam ausgerissen von Lemuren und anderen Aasgeiern dieses Himmels ohne Heizöl. Il ne me reste qu'à bêler tel Chela, la dernière chèvre de ma grand-mère Julienne Moamonza, tel Chela, à mes soprano. Bleibt mir nur zu meckern wie Cela, die letzte Ziege meiner Großmutter Julienne Mwanza, wie Cela in Mezzosopran. Bäh, bäh, bäh. Zum Schluss, also es gibt ein Gedichte und Peter wird es vortragen und dann ich werde mit
also improvisieren, also Jazz Impro mit dem Geschichte versuchen, etwas zu machen. Einsamkeit 64 oder Ekel kommt vor Essenz. Ich bin seit 17 Jahren, 36 Monaten und 2 Tagen schwanger. Ich schlafe mit dem Himmel. Ich erwarte einen Himmelsbalg. Das Kind, das meinen Bauch verlässt, oder der Fluss, der zwischen meinen Gedärmen geboren wird, oder das Flusskind, das mein Dreckskörper ausspuckt, wird mit seinem Fleisch meine langen schlaflosen Nächte ausfüllen. Es wird auf den Namen Mzete Yamila, Baso, Kata, Eso, Kola hören. Und ich könnte mich dann brüsten, vor dem, der es hören will, Vater und Mutter zu sein, von diesem verschwommenen Geschöpf, diesem Tausendfüßergeschöpf, diesem nutzlos grotesken Geschöpf einer Reifenpanne. Solitude 64 où la nausée précède le sens. Je suis enceinte depuis 17 ans. 36 mois et 2 jours, j'ai fait l'amour avec le ciel, j'atteins Yoche du ciel, l'enfant qui sortira de mon ventre, ou le fleuve qui sortira de mes tripes, ou l'enfant fleuve qui crachera mon corps, ça n'y conviendra. Où le fleuve, l'enfant qui sortira de mon ventre, où le fleuve qui sortira de mes tripes, où l'enfant fleuve qui crachera mon corps, ça y conviendra avec sa viande, remplir mes longues nuits d'insomnie, il s'appellera au nom de l'été Ambila, Bazopata et Zocola, je suis enceinte, depuis 10 000 ans, depuis 35 millions d'années, depuis 17 ans, je fais l'amour avec le ciel, j'attends un mioche du ciel, l'enfant qui sortira de mon ventre, où le fleuve. Où le fleuve, l'enfant qui sortira de mon ventre, je suis enceinte depuis 10 000 ans, depuis 35 millions d'années, depuis 18 mois, depuis le col, depuis mon retour, depuis le monde, depuis Kabila. Je fais l'amour avec le ciel, j'attends un mioche du ciel, l'enfant qui sortira de mon ventre, où le fleuve qui sortira de mes tripes, où l'enfant fleuve qui crachera mon corps, Sanico, viendra avec sa viande remplir mes longues nuits d'insomnie. Il répondra au nom de c'était Ambila Bazokata Isokola, 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 c'était Ambila Bazokata Isokola. Je suis enceinte depuis 17 ans, 36 mois et 2 jours, j'ai fait l'amour avec le ciel. Je suis enceinte depuis 17 ans. 36 mois et 2 jours, j'ai fait l'amour avec le ciel. Je suis enceinte depuis 10 000 ans, depuis 35 millions d'années, depuis 17 ans. Je fais l'amour avec le ciel, j'attends l'ange du ciel. L'enfant qui sortira de mon ventre, où le fleuve qui sortira de mon ventre, où l'enfant fleuve qui crachera mon corps, sa beauté avec sa viande.
Nobody would understand you if you wouldn't speak with a microphone. Also als ich Kind war, mein Vater hat uns immer gesagt, dass der Kongo-Fluss ein Familienfluss ist. Er hat mir immer gesagt, dass der Kongo-Fluss mein Fluss ist. Und manchmal, wenn ich viel Wasser trinke, habe ich immer gedacht, dass ich bin schwanger und in meinem Bauch kommt dieser riesige Fluss. Und zum Beispiel, wenn mein Vater kommt, am Abend, er fragt mich, der Kongo-Fluss hat schon gegessen, du musst nicht der Kongo-Fluss in deinem Zimmer stellen. Durchfließen. Ja, weil wenn du kannst nicht schwimmen. Deshalb, wenn ich habe dieses Buch, der Fluss im Bauch, geschrieben. Und wenn ich lese, Ule Fleuve, es geht um eine Schwangerschaft. Es geht um jemanden, der ein Fluss im Bauch hat. Deshalb, man muss sagen, Ule Fleuve. Aber ich habe jetzt eine Bitte. Können Sie mit mir Ule Fleuve sagen? 1, 2, 3. Ule Fleuve. So, Sie sagen immer, Ule Fleuve, aber und dann, ich werde weiter lesen, weiter improvisieren, aber Sie sind wie ein Jazzband, das heißt, Sie spielen Ule Fleuve, und ich improvisiere, und ja. Ja, geht's? Mhm. Okay. Ule Fleuve, Ule je pourrai alors m'étarguer. À qui veut l'entendre d'être le père et la mère de cette progéniture floue, de cette progéniture scolopendre et ultimement grotesque? Ule Fleuve! Ule Fleuve! Gros article! Gemeinsam, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen üben, aber es war schon ein guter Beginn. Sie haben irgendwo auch mal gesagt, dass jede Stadt, und dieses Buch spielt in einer Stadt, in einer afrikanischen Großstadt, jede Stadt auch einen Sound hat, der sonor ist. Ohne dass das jetzt aus Wiener Sicht überheblich klingen soll, aber wie ist der Sound von Graz? Also, ich glaube, es gibt zwei Grad. Wenn jemand ist in Graz, man sagt, es passiert nichts in Graz. Du musst in Graz leben. Das, zum Beispiel, es gibt diese Graz bei Nacht oder diese Graz, das heißt, wenn du bist in Graz zum Beispiel für zwei Tage, du sagst, was kann ich in die Stadt machen? Ich gehe mit dir zum Schlossberg, also touristische Sachen und so weiter. Aber wenn du kommst, du sagst, ich werde in Graz leben und dann ich kann dir mein Graz zeigen. Das heißt, es gibt zwei Städte in Graz. Es gibt diese ruhige Graz und eine andere Stadt in der Stadt, eine unsichtbare Stadt. Aber im Kongo zum Beispiel,
überall, es gibt eine Stadt, nur eine Stadt, eine antike Stadt. Aber in Graz, es gibt zwei Städte, eine ruhige Stadt und eine sehr lebendige Stadt. Aber in Kongo, es gibt nur eine Stadt, eine lebendige Stadt, weil überall gibt es immer Lärm, Musik und so weiter. Und zum Beispiel, wenn dein Nachbarn machen viel Musiker, du gehst zur Polizei und die Polizei beginnt zum Lachen. Die sagen, woher kommst du? Du sagst, nein, meine Nachbarn sie machen Musik, ich kann nicht schlafen. Und die Polizei sagt, magst du keine Musik? Nein, ich mag Musik. Und was ist dein Problem? Sie spielen, sie sind froh, sie leben. Und was ist dein Problem? Ist Graz zum Schreiben gut? Die Ruhe in Graz? Ja, sie haben ja vorher auch erzählt, eigentlich haben Sie ja vorher... Ja, ja. Vorher, ja. Vor dem offiziellen Teil, wie gesagt, dass in Graz nichts los ist. Ja. Ich schreibe gern, wenn ich in Graz bin. Ja, ist eine ruhige Stadt, aber ich glaube, Graz hat auch eine große Tradition der Literatur. Aber es ist auch beim Schreiben für mich, es ist immer, weil ich habe versucht, in Graz zum Beispiel ein neuer Erinnerungsort zu bauen. Das heißt, es gibt zwei Erinnerungen. Es gibt diese alte Erinnerung, das ist meine kongolesische Erinnerung, und es gibt eine österreichische oder Grazer Erinnerung. Deshalb ich schreibe gerne in Graz, weil und ich fühle mich gut in der Stadt. Ja. Bevor es die Möglichkeit gibt, auch aus dem Publikum Fragen zu stellen, ich hätte noch eine letzte, das Thema Übersetzung. Wir haben es jetzt gerade vorher gemerkt, ganz abgesehen von der Intensität des Vortrags. Der Thomas Bernhard hat einmal gesagt, ein übersetztes Buch ist wie eine von einem Autor bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche. Wenn Sie übersetzte Bücher von sich selber jetzt vor sich haben, wie geht es Ihnen da dabei? Ich glaube, ein afrikanischer Schriftsteller ist schon ein Obersetzer. Weil wie kannst du diese alle Energie, afrikanische Energie, Lärm, diese Geruch und so weiter in eine Sprache transportieren? Das heißt zum Beispiel, wir sprechen Französisch, aber Französisch hat viel zu tun mit der französischen Kultur. Und wenn du willst, du müsstest, wenn du willst, in Französisch über Kongo schreiben, das heißt, du musst schon eine Arbeit der Übersetzung machen, um alle Energie in eine neue Sprache oder in Französisch zu transportieren. Deshalb, ein afrikanischer Schriftsteller ist schon ein Übersetzer. Aber für mich, glaube um zu antworten, ich glaube, die Übersetzung, wenn zum Beispiel dieses Buch, es ist mein Buch, aber es ist nicht nur, es ist auch nicht mein Buch, weil beim Schreiben meine Figuren könnte nicht Deutsch sprechen, aber jetzt diese sprechen Deutsch durch die Arbeit der Übersetzung. Ich glaube, Schreiben ist wie eine Arbeit der Rekreation. Das heißt, es ist mein Buch, aber es ist auch nicht mein Buch, weil es ist ein neuer Buch, es ist etwas Neues, weil man hat versucht, einen Rhythmus in Deutsch zu haben. Man versucht, diese Figuren ein neues Leben zu geben. Ich glaube, es ist ein Buch, wenn ein Buch ist Übersetzer, ist es nicht dasselbe Buch, es ist ein anderes Buch. Gibt es Fragen? Da hinten steht meine Kollegin mit dem Mikrofon. Dieses Schreiben und Schreien und überhaupt diese Art der Interpretation, die lebendige, ist das ein Experiment von Ihnen oder stehen Sie in einer gewissen afrikanischen Tradition damit? Und haben Sie sich das selbst erarbeitet oder arbeiten Sie zusammen mit Gruppen, mit Musikern?
Ja, also eine interessante Frage. Es ist es kommt von einer afrikanischen Tradition, weil man hat immer die mündliche Literatur, also zum Beispiel, wenn gibt es ein Fest, etwas Wichtiges, man hat immer Texte draußen vortragen. Das heißt, wenn du vortragst einen Text, es gibt viele Leute, es gibt Lärm und so weiter, du musst laut sein. Deshalb, ich habe diese Energie, ich versuche diese Energie von der afrikanischen Tradition zu bekommen. Aber es kommt auch eine, ich benutze auch also Energie von Jazz, weil ich arbeite auch mit vielen Jazzmusikern in Graz. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt vor 4 Jahren oder 5 Jahren mit einem Saxophonist gemacht. Und unser Projekt war einfach. Wir haben gesagt, wir sind 2 kleine Kinder und niemand spricht die Sprache des Anders. Aber diese 2 Kinder wollen über den Mund reden. Was sollen sie machen? Sie werden eine neue Sprache bauen. Und wir haben eine Sprache eine Sprache zwischen Saxophon und Lyrik gebaut. Also ich arbeite mit vielen Musikern und ich für mich ist es auch eine Möglichkeit, als Schriftsteller in Österreich zu leben. Ich muss Musik, also weil ich lese auf Französisch, und dann ich muss immer mit Musik arbeiten, um die Leute meinen Text zu verstehen. Und ich glaube, für mich, die Literatur muss Musik, muss auch Musik sein oder werden, weil ein Musiker kann überall spielen oder singen, aber ein Schriftsteller kann nicht überall reden, weil es gibt die Grenze der Sprache. Und für mich, es ist auch wie ein Kampf. Ich versuche überall meinen Text auf Französisch zu vortragen. Und in Graz arbeite mit einer Jazzband und es macht auch mir sehr Freude. Es ist nicht nur beim Lesen, ich lese auch zu Hause, wenn ich nichts zu tun habe. Und ich lese meinen Text oder andere Text laut oder langsamer und es ist super für die Gesundheit und es ist wie Sport zu treiben oder Yoga zu machen, laut einen Text zu lesen, es kann, ja. Was sagen die österreichischen Nachbarn dazu? Bitte? Was sagen die österreichischen Nachbarn dazu? Gott sei Dank, ich lebe 2 Minuten von dem Fluss, der Mur. Und das ist sehr grün. Also, wart ihr schon in Graz? Ja. Ja, Sie müssen einmal nach Graz und dann, ja, ich gebe euer Mannkarte und dann. Aber also ich lese, also in Graz, also ich lebe 2 Minuten von der Fluss und manchmal ich mag auch meinen Text zum Lesen laut. Es mein Text oder andere Text, auch auf Deutsch, man viele Texte zum Lesen, das ist eine gute, ich glaube, eine interessante Übungen von Text zum Lesen. Man hat viel Freude, ich habe viel Freude, Text zum Lesen, ja. Sonst noch Fragen? Since you are French speaking, so what's the relationship between Eastern and Western African music and your experience? You are not Eastern African. Eastern bedeutet Eastern als perhaps ich habe nicht gesehen. For me, I think das interessant in Afrika ist es so, dass es gibt von Europa, man glaubt oft, dass es gibt eine Grenze zwischen Europa und Afrika, aber in Afrika es gibt keine Grenze zwischen Afrika und Europa, weil die Leute schauen französische Filme oder französische Fernsehen oder belgische Fernsehen und deshalb ist Afrika große Kontakte mit Europa. Zum Beispiel, ich komme aus einer französischen Kultur, das heißt, ich kann in Frankreich ohne Probleme leben, weil es gibt diese Kultur.
Und in Afrika, in der Musik, es gibt viele Mischungen. Das heißt, es gibt afrikanische Tradition der Musik, aber es gibt auch europäische Tradition und so weiter. Zum Beispiel, es gibt diese wunderschöne südafrikanische Jazz. Und südafrikanische Jazz, zum Beispiel, ist eine Mischung von klassischer Jazz und südafrikanische katholische Musik von Südafrika und diese traditionelle Musik. Es gibt in Afrika, also es gibt nicht viele Grenzen bei Musik. Zum Beispiel viele Leute, die können als Kongolesisch ich kann Edith Piaf singen. There's no limit. Und weil es gibt auch kein, zum Beispiel in vielen Städten, es gibt keine Musikschule. Das heißt, wenn jemand keine Musikschule, das heißt, ein Saxophonist kann mit einem Gitarrist, einer Band entwickeln, machen. Also die Leute, es gibt eine große Flexibilität. Ich wollte Sie fragen, es gibt zum Beispiel in Haiti die Tradition der Conteurs, die an und für sich von diesen Griots kommen, die sind einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es in Kongo die Griots gibt, aber das ist meistens, das ist glaube ich eine alte Erzählertradition und Performer, die, was ich, bei Hochzeiten waren oder überall, wenn irgendwas los ist am Dorfplatz, Lieder vorgetragen haben, Geschichten vorgetragen haben, Nachrichten vorgetragen haben. Aber gibt es so etwas im Kongo auch? Oder kommen Sie aus einer Familie, in der die Erzählen, also das Erzählen oder dass das Schreiben schon Tradition hat? Die Tradition der Griots ist viele in Westafrika, zum Beispiel in Uganda, in Burkina Faso, oder in Mali, aber in Zentralafrika, es gibt wenig Tradition der von Griot, weil die Leute, ich glaube, in diese Westafrika, um Griot zu sein, dein Vater oder deine Mutter muss Griot sein. Du lernst von deinem Vater, von Eltern oder von der Vater oder dem Vater oder der Mutter. Aber in Kongo kannst du Griot ohne, also kannst du lernen, also in der Straße. Also in Westafrika ist es sehr strikt. Du musst lernen von in der Familie, aber im Kongo sind sehr flexibel. Sehr strikt? Sehr flexibel. Aber in Westafrika, um Musiker zum Beispiel zu lernen oder Kora, ist ein Instrument zu spielen, oder die Arbeit von Griot, man lernt von Familie, in der Familie von Vater oder von Mutter. Aber in Kongo, man kann es bei Freunden oder in der Straße lernen. In Westafrika ist es ganz strikt. Sehr, sehr strikt, ja. Deshalb diese Tradition von Griot geht weiter bis heute, von Griot, von Musiker. Aber zum Beispiel diese Instrument Kora, man kann nicht überall lernen. Aber du musst immer, wenn dein Vater kann Kora spielen oder deine Mutter kann ein Instrument spielen, und dann kannst du lernen. Aber fast immer. Aber in Kongo ist es sehr flexibel, kannst du alles lernen. Ja, aber in Westafrika ist es sehr strikt. Ja. Zum Beispiel in Kongo, zum Beispiel es gibt ein Musiker, ich habe seinen Namen vergessen, er spielt mit seine Frau, seine Tochter, sein Bruder, sein Cousin, seine Band, ja, sie waren in Graz zum Beispiel, das heißt Basse Kukuyate.
Er spielt mit seiner ganzen Familie. Und, aber diese Tradition. Das ist abgeschlossen, mehr oder weniger. Bitte? Das ist abgeschlossen, mehr oder weniger. Ja, es ist viele. Es geht viel. Ja, exklusiv mit Familie und so weiter. Aber in Kong kannst du. Also, man kann sagen, also, Westafrika hat viel zu tun mit der Tradition, aber in Zentralafrika viel zu tun mit Modernität, weil die Leute spielen zum Beispiel Rumba und diese kongolische Rumba kommt aus Lateinamerika. Ja, das heißt, diese Rumba von Kongo, diese kongolische Rumba wurde. Also die kongolische Musik ist in der Sklaverei-Moment, also Periode, nach Lateinamerika und ist wieder zurück und man spielt diese Musik. Ja. Jetzt sind wir von der Literatur letztlich doch bei der Musik gelandet. Es gibt anschließend an dieses Gespräch draußen in der Lounge sicher die Möglichkeit, mit Fiston Mwanza-Mujila noch zu sprechen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie gekommen sind zum ersten Vienna Humanities Festivals. Wir hatten an zwei Tagen ca. 3000 Leute. Also ich denke, ein toller Erfolg. Es war eine sensationelle Performance. Danke. Herzlichen Dank für den Besuch und schönen Abend.